Saisonauftakt heißt endlich wieder Streckenvorstellung auf Sport 1. Ich bin komplett neu ausgerüstet. Aprilia RSV 4 mit ABS und Elektronik. Conti Racer Tags drauf. Da kann's losgehen. Und ich wünsche einen schönen Flug hier in Andalusien. Auf Start und Ziel, los geht die Fahrt. Die Gerade ist nur 600 Meter lang, deswegen so richtig viel überholen ist hier nicht. Ende Start und Ziel, geht's bergauf. Hartes Anbremsen, zurück in den zweiten Gang und rein in die erste Ecke hier. Kurzes Durchbeschleunigen und dann sofort wieder hartes Anbremsen zu einer der langsamsten Stelle. Da muss man eng bleiben, innen hier. Gut rausgekommen, zwei Gänge hoch umlegen und jetzt wird's schnell. Raustragen lassen, kurzes gerades Stück und hoch den Berg. Wunderschön hier diese Links. Einen Gang hoch und sofort Richtung wechseln. Auf rechts. Und diese Kurve, die scheint nie zu enden. Ganz wichtig hier, den Punkt zu erwischen, ans Gas zu gehen. Komm gut raus und jetzt die Gegengerade. Einer der wichtigsten Überholpunkte hier in Jerez. Bisschen spät auf der Bremse, Füßchen raus, fast wie Valentino. Erster Gang, zweiter. Jetzt wird's richtig schnell. Diese Links hier rein. 170 durchziehen auf 200 und mehr und wieder runter. Ich bleibe im dritten Gang. Bin jetzt hier, wo die Fans sind am Sonntag. Aus dieser Links rum. Eingang runter und ins Omega, doppelt rechts. Hier sind die Fans, Tausende, Hunderttausende hoffentlich am Sonntag. Gut erwischt die erste, früh ans Gas hier. Zweite raus, auf die Curbs, hoch in den dritten. Und jetzt braucht man Mut, hier wird es richtig schnell. Das ist hinterm Fahrerlager, doppelt rechts. Und ganz wichtig, weil wenn man noch eine Attacke setzen muss, muss man genau hier vorne sein. War nicht schlecht. So, anbremsen. In Richtung Start und Ziel, kommen ein bisschen quer, bisschen spät, aber gut erwischt. So, da sind wir schon wieder zurück.